Das ist der perfekte Sommertag an der Ostsee. Luft 26, Wasser 20 Grad, dazu eine leichte Brise. Und so ist es schon vormittags am Grömitzer Strand richtig voll. Und was es für den perfekten Strandtag braucht, wissen die sonnenhungrigen Urlauber genau. Sonne, Ruhe, Erholung, gutes Buch. Ja, und ein bisschen Spiel mit der Familie. Wie sieht's mit Baden aus? Heute ja ganz schöne Brandung. Ja, Bord haben wir zwar aufgepumpt, mal gucken, vielleicht gehen wir nachher noch rein. Aber Wellen schadet ja eigentlich nicht, ne? Einfach entspannen, Burg bauen mit dem kleinen Mann und ja, bisschen was trinken und Sonnenschein. Mit der Familie am Strand entspannen, bisschen Kaffee trinken und zwischendurch ins kalte Wasser gehen. Wie ist das Wasser? Kalt oder? Im ersten Moment kalt und dann geht's. Doch wer spontan noch einen schattigen Rückzugsort, sprich einen Strandkorb ergattern will, musste früh sein. Bereits um 11 Uhr waren die meisten Vermieter ausgebucht. Auch die letzten Tage schon bei dem Wetter war super Ansturm. Das Telefon klingelt, E-Mails kommen rein, WhatsApp auf allen Kanälen, Instagram, Facebook. Leute sind super zufrieden. Ja gut, bei dem Wetter ist auch kein Wunder. Abkühlung ist heute nur für geübte Schwimmer möglich. Der Wind sorgt für eine nicht ungefährliche Strömung. Doch den frischen Kick gibt's auch an den zahlreichen Eisbuden und Cafés. Und bei der Sortenvielfalt ist für jeden Gaumen was dabei. Die älteren Generationen essen so diese Standardgeschichten. Malaga, Vanille, Schokolade, Nuss. Und sonst probieren wir viele neue Sorten. Wir sehen zu, dass wir genug Abwechslung hier drin haben. Und dann sind das wie Jogurette zum Beispiel, was Erfrischendes. Da sehen wir mal zu, dass da so eine Theke, wo so Standardsorten sind und in der anderen, wo wir was Neueres haben. Auch wenn die Sommersaison verhalten und vor allem verregnet anfing, jetzt zum Abschluss zeigt der Sommer an der Ostsee, was er kann. Blauer Himmel, strahlende Sonne, die Tourismusbranche strahlt gleich mit. Heute strahlt mein Herz und ich selber auch, weil der Ort ist knackevoll. Wir sind richtig froh, wir haben ganz viele Tagesgäste zusätzlich noch. Und obwohl ja einige Bundesländer gar keine Ferien mehr haben, ist der Strand, die Promenade voll. Die Strandkörbe sind mehr als gut belegt. Und das Schöne ist aber, jeder findet hier bei uns ein Plätzchen noch. Für alle, die noch mal so richtig Sommer und Sonne tanken wollen, morgen gibt es davon noch mal eine große Portion, bevor es zum Ende der Woche wieder kühler und regnerischer wird.